Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge an Return to Monkey Island. Bevor ich das vergesse, als allererstes mal die Sache mit der Karte wieder. So, das ist eine Krabbe. Mit dem Schloss. Weiß ich sie noch gar nicht. Okay. Achso, Venapart, das war. Das war Scurvy Island. Die silbernen Schlüssel. Weiß ich auch noch nicht. Okay. Hausschlüssel? So. Ja, mit den ganzen Krabben müsste ich halt echt nochmal nachgucken. Welches Tier ist auf dem Hund, müsste das sein. Gut. Und, warte, was haben wir hier? Die Blumen bei der Bank. Bank, Bank, Bank. Waren wir, glaube ich, noch nicht. Ist das die Bank, auf der Guybrush sitzt? Muss ich nächstes Mal nochmal drauf achten. Gut. So, dann sollten wir jetzt theoretisch wieder ein paar Karten finden. Cool. So, können wir hier eigentlich noch irgendwas? Ah, sehr schön. Es ist eine Skulptur von mir selbst. Meine Kieferpartie sieht wie gemeißelt aus. Ah, guck mal, nicht schlecht. Darf ich an den Tisch herantreten, Euer Ehren? Der Königin von Bermuda ist es immer erlaubt, an den Tisch heranzutreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Ich habe keine Angelegenheiten mit dem Gericht, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. So. Hat sich hier noch irgendwas verändert? Ja. Ich habe das Gefühl, dass jemand hier meine Krönung nicht zu schätzen gewusst hat. Können wir hier nochmal zum Palast zurück? So rein Interesse halber. Jetzt, wo ich Königin bin, lasse ich das Schloss gründlich reinigen. Mit viel kochend heißem Wasser. Das sollte genügen. Jetzt, wo ich Königin bin, lasse ich das Schloss gründlich reinigen. Mit viel kochend heißem Wasser. War das der Speer? Im Schloss reinigen lassen. Ja. Danke. So, dann haben wir das. Dann fehlt tatsächlich nur noch die Terrorinsel. Wie mir scheint. Also los. So, dann kann ich jetzt mal wieder nach Dings gucken. Ich könnte mir etwas einfangen. Oder etwas könnte mich einfangen. Aber Moment, nee, 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 soweit noch nicht, bitte. Der Tod wartet auf alle, die eintreten. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Das ist ja ermutigend. Auf jeden Fall. Dieser Ort mag keine Besucher. Ah,
Papa Pichu, das tut weh. Ich hoffe, sie sind nicht giftig. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, guck, da ist die nächste Quizkarte. Wo in Militown kann man eine Katze sehen? Wo vor der Villa? Ich glaube bei dem Laden. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Machen wir vielleicht gerade mal. Hier ist nix. Doch, da. Ja. Mhm. Okay, das hat sich quasi gelohnt. Warte mal, war sonst noch irgendwas? Was mir gerade empfallen ist. Das war das mit Bella. Ja, diese tanzende Krabbe. Da gehe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal nach Monkey zurückgehe. Das mit dem Speer wird sich vielleicht auch noch irgendwo ergeben. Und bei der Bank müsste ich gucken. Ein geiler Chip. Toten Tintenfisch. Wahrscheinlich. Ne. Aber dann sind wir die jetzt mal los. Okay. Dann wahrscheinlich war es, glaube ich, auf dem Schiff. So. Eine Klotte. Oh, gut. Sieh mal einer an. Aber ja, dann schauen wir mal. So, dann kann sie jetzt nochmal gucken gehen, tatsächlich. Ruhe in Stücken. Genau, rest in pieces. Ich gehe besser nicht näher ran. Hat sich das gerade bewegt? Ich dachte, ich hätte es sich bewegen sehen. Ich werde mir das notieren, damit ich in meinen Albträumen daran denken kann. Okay. Dann mal ab. So. Als nächstes haben wir einen unglücklichen Ort. Ja, fangen wir damit mal an. Oh, sehr praktisch. Nächste Quizkarte. Der schurkische Pirat aus dem Lieblingsbuch. Slupert Reginald. Was war denn das nochmal? Ich glaube Reginald, ne? Ja. Sehr schön. Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und habe nichts zu befürchten. Das sage ich mir einfach immer wieder. Genau, finde ich ganz gut. Schlüssel? Es ist keiner der goldenen Schlüssel, aber in meinen Augen ist jeder Schlüssel ein guter Schlüssel. Okay, nehme ich mal mit. Dieser Ort gibt mir dieses Gefühl der Einsamkeit. Ich gehe besser weiter. Okay, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gut, dann einige Grotto, Hain, Lunafahrt, Lichtung. Geh vielleicht mal zur Lichtung.
Hier wieder eine Quizkarte, jawohl. Okay. Es ist kein Skelettschlüssel, aber ich habe ihn in der Brust eines Skeletts gefunden. Das stimmt, ja. Da hast du recht. So, okay. Dann fangen wir direkt mit Captain Capsize an. Kommt von keinem Monkey Island Spiel vor? Ja, dann wären sie wohl nichts genannt worden. Upsala, ouch. Was waren das? Ich glaube, das waren die Unschuldigen, die zu Unrecht erfundenen Anschuldigungen. Unrecht erfundenen Anschuldigungen, ne? Jawohl. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Sieht so aus, als hätte er die falsche Person als Rückendeckung gehabt. Was mich wirklich stört ist, warum kommen mir diese Piraten bekannt vor? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Solange ich nicht den Verstand verliere und einen kühlen Kopf bewahre, ist alles gut. Mhm. Und? Ah, da ist die Killerameise. Dann. Suchen der Bank. So, das ist die geheimnisvolle Lichtung hier, ne? Jawohl. So, weiter geht's. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Ja, dieser Ort ist mir unheimlich. Es ist eine alte Öllampe, in der sich ein wenig Lampenbrennstoff befindet. Ja, kann er nicht schaden. Gut, dann schauen wir weiter. Von hier aus noch ein verschlungener Pfad. Ja, gehen wir da mal gucken. Okay. Schmierig aus. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich in seiner Nähe haben will. Na, wer weiß, vielleicht möchte er einfach nur kuscheln. Es gibt doch keine menschenfressenden Pilze, oder? Schon mal Last of Us gespielt? Richtig geschaut? Okay, nächste Quizkarte. Es wird immer schwerer, die Flora von der Fauna zu unterscheiden. Mhm. So. Welche Familie gibt es in Curse of Monkey Island nicht? Wer war denn das nochmal? Meistersuppe von Salat, Le Prelé de Goulash. Ich glaube, Meistersuppe gab's. Das Prelé, glaube ich, auch. Salat de Goulash. Müsste ich halt echt mal nachgucken. Ich glaube, das verschiebe ich auch mal auf später.
wenn ich mir da sicher bin. Ich glaube, das sollte sich ja ganz gut rausfinden lassen. Okay, es ist dann abgeschlossen. Tor. Wir haben ja noch den Silberschlüssel auf jeden Fall. Da steht XYZZY. Ich kriege es nicht ganz ab. Okay. Ich habe die Nase voll von Schlössern. Ja, ja. Auch nochmal nachgucken. Die Seriennummer ist längst weggerostet. Okay. Das ist auch nicht so ganz praktisch. Ah, gut, wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Versuchen wir einfach, gucken wir mal, ob der funktioniert. Sehr gut. Okay, ja, dann haben wir sonst erstmal nichts hier draußen. Dann rein. Okay. Ich gehe nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. Gut, wir haben noch eine Lampe. Okay, sie leuchtet. Sehr schön. Dann mal los. Ist das Schild? Da steht: Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, die sich alle sehr ähnlich sind. Na tolle Wurst. Die verwinkelten Passagen trotzdem. Na, mal gucken, ob wir da jetzt langkommen. Etwas gehen, etwas. Okay. Wahrscheinlich mit den Markierungen. Kann ich da schon irgendwas reißen? Ah. Sieht aus, als hätte jemand vergessen, seinen Müll aufzusammeln. Der Frühling kam mit voller Wucht, die Dingsblumen gähnten, Bienen schwärmten aus. Sie wusste, dass er in seiner nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste, versuchte sie vergeblich, es zwanglos zu halten. Okay, dann haben wir jetzt dieses Symbol schon mal. Sehe ich das hier irgendwo? Es könnte. Nee. Nee. Jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnert mich an dich. Diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, sinnierte er. Den Stift in der Hand. Ja, ich schätze, ich muss einfach nur die ganzen Notizen erstmal sammeln. Frage ist, ob wir halt wieder rauskommen. Ah, da ist so ein Links. Tatsächlich. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Oh, wenn es nur wieder Land gäbe. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Das hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Ah, hier geht's zu dem Auge. Das Auge haben wir. Das andere ist halt so ein Durchgestrich. Okay. Mal einfach wieder zurück. Wir kommen tatsächlich wieder zurück. Okay. Wahrscheinlich haben wir noch nicht alles gefunden. Ah, noch was. Ja, wahrscheinlich fehlt noch einer. Oder es kommen dazwischen noch welche. In diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff nass und schaukelnd. Doch klopfte in den Kojen unter Deck niemand an. Okay, dann das noch.
Ah ja, das könnte jetzt der letzte Zettel sein. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war eisgrell, schwül und Die Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn der Morgen kam zu früh und als er die Segel setzen müsste. Gut, dann haben wir das Symbol, das ist. Warte mal, haben wir das hier irgendwo? Ne, wir haben dieses Auge auf jeden Fall. Das haben wir. Dann da lang. Dann wieder dahin. Wir haben ja beide. So, naja. Ich glaube, das wird aber jetzt erstmal nichts mehr. Dann. Genau, schaue ich mir das wegen Monkey Island nochmal nach. Und, den Curse of Monkey Island. Aber das soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.